Internet im Wohnmobil Teil 2. Heute zeige ich dir, wie du den RUT 950 konfigurierst, damit du unterwegs sowohl per LTE als auch mit einem vorhandenen WLAN, wenn du irgendwo eins findest, online gehen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Mein Name ist Udo und wenn du den letzten Teil noch nicht gesehen hast oder inzwischen auch schon weitere Teile zu dieser Serie, also Internet im Wohnmobil online sind, dann verlinke ich dir auf jeden Fall da oben einmal die Playlist mit allen Videos dazu und dann kannst du da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Im ersten Teil ging es darum, warum ich mich für diesen Router entschieden habe und die Antenne und noch einige andere Sachen waren dabei. Heute brauchen wir aber nur den Router, weil den wollen wir in dieser Folge nämlich einrichten. Und zwar kümmern wir uns darum, wie verbindet man sich auf den Router, wie richtet man das WLAN ein, wie richtet man LTE ein und wie kann man dann die Prioritäten einstellen, dass er auch automatisch von einem zum anderen switcht, wenn man es denn möchte. Und ja, wir quasseln auch gar nicht lange rum, weil ich denke, das Video wird eh ein bisschen länger, weil wir gehen jetzt nämlich rüber an den Rechner und dann legen wir direkt mit der Konfiguration los. So, los geht's. Damit wir hier mit unserer Konfiguration loslegen können, müssen wir uns als allererstes mit dem Router mal verbinden. Und wenn wir jetzt hier unsere WLAN-Liste mal durchgucken, also Springfield ist mein normales Netzwerk, dann finden wir hier drunter diesen RUT 950 DD34. Das ist erstmal der Standard SSID-Name von dem WLAN, dass der Router ja im Standard, wenn man ihn das erste Mal anmacht, raussendet. Wie man das ändern kann, da gucke ich mal, ob wir am Ende noch Zeit für haben, dass wir das auch noch kurz zeigen. Aber jetzt verbinden wir uns erstmal mit diesem Standardnamen. Dann als nächstes müssen wir die IP vom Router eingeben, damit wir uns da auf die Oberfläche verbinden können. Und das ist die 192.168.1.1. Und wenn wir das gemacht haben, dann erscheint hier eine Anmeldemaske. Und in dieser Anmeldemaske heißt das initiale Passwort admin01. So, wollen wir nicht speichern. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe nämlich hier mich vorhin schon mal verbunden und verwende jetzt hier mein sicheres Passwort. Das muss man einmal neu eingeben, damit man hier ein sicheres Passwort hat. So, ich nehme jetzt hier nicht diesen Setup Wizard, sondern ich mache das mal individuell, damit das von der Reihenfolge her so ein bisschen besser passt. Und zwar kann man jetzt als erstes hier unter Netzwerk WAN, da schauen wir uns mal an, das ist quasi der Weg, wie der Router sich versucht ins Internet zu verbinden. Und wir haben jetzt hier, jetzt muss ich mal gerade kurz schauen. So, ich war jetzt ein bisschen irritiert, weil hier noch die IP drin steht. Ich habe gerade schon mal dieses Setup hier ausprobiert und das ist quasi die IP von der mobilen Karte, die ich eingesetzt habe. Aber da ich den Router eigentlich komplett resettet habe, ihr habt das gerade am Standardpasswort gesehen, sollte das eigentlich auch weg sein. Ist es aber nicht. Egal, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Bei euch würde da jetzt auch ein Strich stehen. Und was wir jetzt machen, ist hier quasi auswählen, was die primäre Quelle ist, um sich zum Internet zu verbinden. Also in meinem Fall wäre das jetzt erstmal WLAN. Ich würde immer versuchen, über WLAN zu gehen. Und wenn das halt nicht vorhanden ist oder halt irgendwie schlecht ist, dann würde ich als Backup hier die mobile Verbindung nehmen. Wie das nachher in der Praxis aussieht, muss sich dann noch zeigen. Also vielleicht ist WLAN auch immer die schlechtere Option, je nachdem, wo man gerade steht. Dann könnte man das hier natürlich einfach umdrehen, aber ihr wisst dann, wie es funktioniert und was es damit auf sich hat. Also wir haben jetzt als erstes WLAN, als zweites dann mobiler Zugang. Das Ganze speichern wir dann. So, und jetzt sieht man auch schon die korrekte Reihenfolge. Also oben als erstes WLAN und dann als Alternative Mobile. Zwischendurch muss man ab und zu mal hier gucken, ob, ja, jetzt hat er sich nämlich hier schon wieder neu verbindet. Wenn er einmal neu abspeichert, dann kann sein, dass er hier die Verbindung abbricht und sich auf das Standardnetzwerk einwählt. Da muss man dann immer ein bisschen gucken, dass man sich einmal wieder neu verbindet und nicht, dass man sich wundert, warum plötzlich die Verbindung immer zum Router wegbricht. So, das ist die erste Einstellung, die wir machen müssen, damit wir hier die Reihenfolge richtig festlegen.
Jetzt als nächstes legen wir den WLAN-Zugang fest. Dafür gehen wir hier auf Netzwerk WLAN und wie gesagt, das ist das Netzwerk, was der Router selber aufbaut, mit dem man sich quasi zum Router hin verbindet. Und das hier wäre der Weg raus ins Internet. Und da fügen wir jetzt eine Verbindung hinzu und dann zeigt er hier auch schon alle Netzwerke an, die er findet. Falls euch interessiert, also ich habe ja jetzt hier nur die kleinen Antennen dran, wie das ist mit der großen Antenne, also wenn ich da mal so einen Vergleich für euch machen soll, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, dann fahre ich entweder mal raus damit und schließe ihn wirklich im Auto an und hänge dann die Antenne dran und mache mal einen Vergleich, wie viele Netze er findet. Für heute soll es aber hier erstmal damit reichen. Wir verbinden uns jetzt mit dem Springfield, wie gesagt, das ist mein Standardnetzwerk, da wollen wir uns jetzt reinhängen und dann darüber ins Internet gehen. Muss ich mal eben hier meinen WPA-Schlüssel kopieren. Den packen wir dann hier rein. Also ihr, keine Ahnung, ob ihr jetzt zu Hause das Ganze ausprobiert, da werdet ihr ja euren WPA-Schlüssel kennen. Beziehungsweise wenn ihr irgendwie auf dem Campingplatz oder sonst wo seid, dann bekommt ihr da ja entsprechende Einwahldaten. Dann das Ganze speichern. Wir checken mal wieder, ob wir noch verbunden sind. Jetzt hat er sich wieder hier rausgewählt. Also wie gesagt, da müsst ihr drauf achten. Das ist ein bisschen nervig bei der Installation. Man kann sich auch per Kabel verbinden. Da sollte das nicht so eine Probleme machen. Aber gut, ist jetzt halt dann nur für die Installation. So, jetzt gucken wir mal unter Status. Einmal neu anmelden. So, und dann sehen wir hier, dass wir hier schon mit der IP-Adresse, das ist jetzt quasi eine per DHCP zugewiesene IP-Adresse von meinem Standardnetzwerk. Und wenn wir jetzt hier mal auf Google gehen und Test eingeben, dann sind wir im Internet und hier mit dem RUT verbunden. Also das ist schon mal relativ simpel und hat auch gut funktioniert, würde ich sagen. So, bevor wir dann jetzt zur Konfiguration vom LTE kommen, kurzer Hinweis, falls euch das Video gefällt und euch bei eurem Internet-Setup weiterhilft, lasst uns doch gerne einen Daumen da und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Klickt am besten auch gleich die Glocke dazu, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das hilft uns, den Kanal weiterzuentwickeln und weiterhin neue Videos für euch zu produzieren. Als nächstes schauen wir uns dann mal an, wie wir die LTE-Karte einrichten bzw. den LTE-Zugang und dafür gehen wir hier wieder auf Netzwerk und dann auf Mobile und ich habe die Karte habe ich jetzt einfach aus meinem Handy genommen. Wie gesagt, zu den Anbietern mache ich noch mal ein gesondertes Video. Ich habe noch mal hier den Hinweis auch auf dieses SIM-Karten-Adapter-Set. Ja, ich habe es jetzt gebraucht, weil ich halt nur eine Nano-SIM hatte. Und ich brauche hier aber für den Router eine normale SIM-Karte. Also wie gesagt, denkt daran, ich habe es im ersten Video schon gesagt, aber falls ihr das nicht gesehen habt, bestellt euch auf jeden Fall eins mit. Dann, wie gesagt, schauen wir uns hier einmal an, was wir hier eingeben müssen. Und am einfachsten ist es, wenn ihr einfach mal eingebt APN plus euer Anbieter. In meinem Fall ist das Kongstar. Und dann bekommt ihr hier diese Daten irgendwo. Also da gibt es auf jeden Fall irgendwo einen Treffer zu bei eurem Anbieter, egal wo ihr seid. Und dann habt ihr auf jeden Fall alle nötigen Daten, die ihr braucht für die Einstellung hier an eurem Router. Und zwar machen wir hier nicht Auto-APN, sondern wir stellen hier ein Custom. Wie gesagt, das sind noch die Einstellungen vom Router von vorhin. Warum er die gespeichert hat, trotz des Resets, weiß ich nicht genau. Also bei euch würde das Ganze so aussehen. So, und dann würdet ihr Auto APN hier abstellen und würdet hier bei Custom APN das einstellen, was ihr hier gefunden habt und dann bei der Authentifizierung PHP, Benutzername ist dann in meinem Fall Kongstar, Passwort ist CS und die PIN-Nummer ist geheim, das ist die von meiner Karte und dann könnt ihr das Ganze auch schon speichern. So, SIM-Card 1 ready, LTE, das sollte soweit funktionieren. Noch ein Tipp für euch, wenn ihr den Router einrichtet und damit rumspielt und der ist schon an und ihr steckt dann erst die Karte ein, erkennt er die nicht automatisch. Also man kann die nicht im Betrieb einstecken. Da müsst ihr den Router einmal danach neu starten. Da habe ich vorhin ein bisschen gebastelt, bis ich das raus hatte. Also nur für den Fall, dass ihr da
in der gleichen Situation steckt und euch wundert, warum es nicht funktioniert. Einmal den Rechner neu starten und dann erkennt er auch die Karte. So, wir sind immer noch verbunden über WLAN, erkennen wir hier an dieser internen IP. Aber wir haben ja jetzt als Fallback, haben wir ja hier eingestellt bei WAN, dass wir als Fallback die LTE-Verbindung, also die Mobile-Verbindung, diese hier haben wollen. Und ich simuliere das jetzt einfach mal, indem ich von meinem Router hier den Strom abklemme. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich skippe das mal für euch. So, jetzt sehen wir schon, er hat hier einmal geskippt, dass er die nicht gefunden hat. Also, dass er keine Verbindung mehr hat, keine IP-Adresse zum Internet. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Und dann sehen wir schon, wir sind jetzt hier connected über Mobile, über diese interne, über diese IP, dass wir ins Internet kommen. Und auch hier machen wir wieder den Test. Wir suchen mal nach Waldhelden. Zack, und da sind wir schon. Perfekt, funktioniert also auch. Und um das Ganze jetzt wieder rückgängig zu machen, also um zu gucken, ob der Fallback vom Fallback, ist ja dann kein Fallback vom Fallback. Also wir probieren einfach mal aus, ob er sich auch wieder mit dem WLAN verbindet, sobald das wieder da ist. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis die Fritzbox hochgefahren ist. Ich skippe wieder für euch. Ja, dann in der Zwischenzeit noch kurz der Tipp. Wie gesagt, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt zu dem Teltonika-Router und warum ich den gekauft habe und die Antenne und so weiter, die Links, also wenn euch das grundsätzlich nicht interessiert, sondern wenn ihr die einfach nur kaufen wollt, die Links dazu, die packe ich natürlich auch wieder unten unter dieses Video in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch von da direkt durchklicken. So, WLAN und Leitung sind wieder da. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, dass er, also er probiert natürlich nicht jede Sekunde aus, ob eine alternative Leitung verfügbar ist. Ich glaube, ist aktuell auf 60 Sekunden eingestellt. Er hat jetzt zumindest das WLAN schon mal wieder erkannt und müsste dann jetzt gleich eigentlich auch den WAN switchen. So, da hat er es gefunden. Wir sind wieder über WLAN im Internet. Er hat erkannt, dass die WLAN-Verbindung wieder zur Verfügung steht und wählt dann halt den primären WAN, den wir eingestellt haben, mit dem wir ins Internet gehen wollen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, also ihr habt gesehen, man kann diese Prioritäten einstellen. Ob das wirklich praktikabel ist, ist eine andere Geschichte. Das muss ich dann erst noch zeigen. Aber ihr könnt natürlich immer einfach in diesen WAN hier reingehen. Und würde ich jetzt zum Beispiel das hier ausstellen, also dass es kein Failover gibt, dann könnte ich hier immer manuell wählen, wie ich mich mit dem Internet verbinden möchte. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, weil selbst wenn ich ein WLAN habe, muss das ja nicht unbedingt gut sein, dann würde er sich trotzdem damit immer verbinden wollen, weil es jetzt hier als primär eingestellt ist. Also wie gesagt, muss man dann gucken, so wäre auf jeden Fall das Setup, damit es automatisch hin und her switcht. Ob es funktioniert, ist dann eine andere Sache und ob ihr das so haben wollt, ist auch eine andere Sache, aber so könntet ihr es theoretisch einstellen. Ich zeige euch noch mal kurz, wie man hier bei WLAN den internen WLAN-Namen ändern kann. Weil wir wollen natürlich unterwegs auch ein bisschen Werbung für uns machen. Naja, so heißen wir aber nicht. Waldhelden.de. Und den wollen wir nicht hiden. Verschlüsselung und so weiter lassen wir, wie sie ist. Und dann speichern wir das Ganze. Ganz schön viel Wartezeit heute. So, okay, das passiert also, wenn man vorher die Sachen nicht ausprobiert. Also zum einen, das Netzwerk ist hier unter andere Netzwerke versteckt, weil ich mich da jetzt ja gerade noch nicht mit verbunden hatte. Und ganz wichtig, es wird jetzt gleich eine WLAN-Verschlüsselung abgefragt. Die ist ursprünglich nicht eingestellt gewesen. Also geht hier auch mit auf die WLAN-Verschlüsselung auf den Reiter und kopiert euch hier den Schlüssel raus. Und dann geht da drauf. Dann gibt er die Verschlüsselung hier ein, verbinden und dann verbindet er hier einmal neu. Mal gucken. Genau, jetzt sind wir damit verbunden. Jetzt heißt die SSID waldhelden.de
Und wir sind auch wieder mit dem Router entsprechend verbunden. Genau, da müsst ihr darauf achten. So, hätte ich vorher vielleicht selber einmal ausprobieren sollen, aber wir haben es ja noch gerettet. Das war es im Grunde auch schon. Damit hätten wir den Router zumindest grundsätzlich konfiguriert. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video.